für einen Namen habt ihr euch für euch überlegt? Und so ganz kurz einfach, eben welche Stadt, welches Land, was macht ihr gern? Also ich bin der David Polent, wie ich immer. Ich komme aus Budapest von Ungarn und da gern für meine Band, weil ich Gitarrist bin, in der Band gern Lieder schreiben. Ich bin die Hermine, komme aus London. Ich bin da, weil ich Freundinnen besuche. Weil das sind auch die Hobbys, also was mit den Freunden da. Ich komme aus Sibirien, bin auf der Durchreise, da am See. Oh Gott, da spiele ich Sandler. Ich bin die Melissa, komme aus der Schweiz und ich bin hier mit meiner Klasse. Meine Hobbys sind halt Internet surfen und Musik hören und ja, Freunde treffen. Ja, dann probieren wir die Sachen mal aus. Wir würden euch bitten, ein bisschen nachzudenken, was euch ganz persönlich an Europa interessiert. Es kann jetzt zum Beispiel sein, wie du vorher gesagt hast, mehr über politische Situation zu erfahren, damit man mehr Informationen hat, wenn man wählen geht. Es kann aber einfach sein, ich möchte gerne mehr wissen über europäischen Fußball oder die Geschichte oder über Skaten. Was interessiert euch an Europa? Und daher interessiert mich Sport und Freizeit in den verschiedenen Ländern sehr, welche Sportarten da populär sind. Ob die Vorurteile stimmen, was wir über die haben, und einfach, wie es bei denen so abläuft. Wie bei denen ein Tag ausschaut, was die so machen am Nachmittag. Okay, welche Vorurteile sind es zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, dass kriminell sind in bestimmten Ländern oder so. Also mich interessiert die Geschichte von einzelnen Ländern, zum Beispiel, wie es war, wie der Krieg war. Internationale Freundschaften zu schließen über Internet und so. Und wie das mit den Grenzkontrollen vor der EU war. Und wie sich das so im Endeffekt noch ändern wird in der Zukunft. Und auch eine Arbeitsstelle, zum Beispiel im Ausland, als Au-pair oder was. Also ich finde, dass Gastfamilien eine gute Idee sind. Weil da lernt man das irgendwie intensiver. Oft hat die vielen Sprachen. Gerade in Europa gibt es sehr, sehr viele verschiedene. Und mich interessieren die Hauptstädte sehr, wie die ausschauen und die ganzen Sehenswürdigkeiten. Also ich höre gern Geschichten und dazu gehört halt auch die Musik, Film und Bücher, weil die halt auch viele Geschichten erzählen über Menschen. Ja, mich interessieren auch die Kulturen und die verschiedenen Sprachen in Europa und eben Europa vor dem Ersten Weltkrieg. Wenn man da wenig hört darüber. Wie sich das Land durch die Geschichte halt verändert hat, durch Kriege oder so. Mhm. Wie das halt früher war und wie das jetzt ist. Und halt auch die verschiedenen Kulturen, also in Unterschied zu uns. Gehört Kasachstan zu Europa? Ja, nein. Ja, wenn wir jetzt Europa im Zentrum sehen und nicht nur vielleicht das Seerland oder die kleine Steiermark oder Österreich, dann erweitern wir unser Bewusstsein mit Sicherheit ganz entscheidend. Das Schlimmste, was passieren kann, und das passiert derzeit sehr stark, ist, Leute gegeneinander auszuspielen, weil sie unterschiedlicher Herkunft sind, weil sie unterschiedliche Religionen haben. Und das kann man genau mit solchen Projekten sehr intensiv bekämpfen. Aussehen die Welt, auch vielleicht einmal nach der Schule. Es ist klasse, wenn man eine schöne Heimat hat, aber wenn man mal die Welt sieht und erlebt hat, was dort alles anders ist wie zu Hause, dann fühlt man sich daheim ganz anders wie viele, die leider nur da geblieben sind, die vielleicht auch die Möglichkeiten nicht gehabt haben, das fortfahren. Schaut euch die Welt an und dann kommt ihr wieder zurück und ihr werdet, ich habe es auch so gemacht, ihr werdet wieder stolz eure Heimat in eurem Herzen tragen, aber die Vielfalt dieser Welt und dieser Menschen schätzen. Und das ist wichtig und das gefällt mir. Herzliche Gratulation zu dem Projekt.